Grüezi, mein Name ist Rolf Stepfer von der Kalips AG. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man eine allfällige Verstopfung beim Ermix-Gerät beheben und den Farbfluss sicherstellen. Im ersten Arbeitsschritt entfernen wir den Zerstäuberkopf, die Düse rausnehmen und die Düse reinigen. Aussen, die Seite und innen. Dann reinigen wir mit unseren speziellen kantigen Sonden die Düse reinigen. Für das gehen wir von vorne her rein und stoßen sie aus und drehen nicht dabei. Anschließend wird die Düse ausgeblasen. Innen und vorne und gegen das Licht kontrolliert. Sollte die Düsendichtung wüst oder beschädigt sein, entfernen wir die entfernen und durch eine neue ersetzen. Auch die Nadelsitzdichtung, falls die fehlen oder beschädigt ist, klicken wir eine neue drauf. Im zweiten Arbeitsschritt reinigen wir den Pistolenfilter reinigen. Mit der Bürste bürsten wir den super, blasen ihn aus, kontrollieren ihn, ob er nicht beschädigt ist. Falls er beschädigt oder komplett verstopft ist, schrauben wir den Träger wegschrauben und ersetzen es durch ein neues. Im dritten und letzten Arbeitsgang entfernen wir den Ansaugfilter und reinigen den ebenfalls mit der Bürste reinigen. Und gut ausblasen. Dann wird er kontrolliert. Viel Vergnügen beim Weiterarbeiten. Es grüßt euch der Rolf.